Möchten wir uns nicht an ein Produkt anhängen, ist es notwendig, vorab eine Kategorie zu bestimmen, in der man listen möchte. Dabei hat man vielfältige Möglichkeiten und kann einfach in der Übersicht die Kategorien durchscrollen und sich bestimmte Hauptkategorien aussuchen. Dabei kann man mit Sternen Favoriten setzen. Diese werden dann direkt oben angezeigt und müssen nicht erst wieder mühsam durch Scrollen gefunden werden. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass es Hauptkategorien und Unterkategorien und Listungskategorien gibt. In den zuvor genannten Kategorien und in der Übersicht handelte es sich um Hauptkategorien. In diesem Bereich jetzt sehen wir hier oben eine weitere Kategorie, weil wir die Kategorie Küche, Haushalt, Wohnen, Küche, Kochen, Backen ausgewählt haben. Das ist die Unterkategorie, in dieser können wir noch nicht listen. Erst wenn hier rechts steht Kategorie auswählen, handelt es sich um eine Listungskategorie. Sind hier die kleinen Pfeile, müssen wir weiter filtern, wie hier im Bereich Geschirr, Besteck und Gläser. Wir sehen, dass nun Geschirr, Besteck und Gläser nach oben rutscht. Wir hier noch nicht listen können, es handelt sich um eine weitere Unterkategorie. Wir sehen, es gibt wieder den Bereich Andere, hier können wir direkt listen. Und im Bereich Gläser und Trinkgeschirr können wir weiter filtern. Nun sehen wir, dass hier oben der Pfad immer länger wird und wir tatsächlich final in den Listungskategorien angekommen sind, denn rechts können wir nur noch auf Kategorie auswählen drücken. Wir sind also tatsächlich in der finalen Kategorie, in dem Kategoriepfad angelangt. Amazon stellt dazu noch eine weitere Suchfunktion zur Verfügung, die ist unterhalb der Kategorieauswahlen. Hier kann man beliebig Worte eingeben und findet direkt die passenden Kategorien, in denen man listen kann. Hier gibt es keine Zwischenlösungen mehr. Sollte weitere Informationen mit dem Schloss dastehen, ist die Kategorie für die Freischaltung anzufordern, wie wir es ja bereits in anderen Videos gezeigt haben. Das ist tatsächlich so einfach. Man geht hier in dem Bereich einfach nur auf Produkt anlegen, kann nun hier den Bereich, den man möchte, favorisieren. Diese rutschen nach oben oder wie wir gerade in Küche und Haushalt gehen. Wir sehen schon eine direkte Kategorie. Dann kann man hier durch weitere Klicks das Ganze spezifizieren und hat dann die Möglichkeit, eine beliebige Kategorie auszuwählen, wenn man in der finalen Kategorie gelandet ist. Möchte man eine Suche anstoßen, macht man das hier unten und kann ein beliebiges Wort eingeben, Suche klicken und die finalen Kategorien werden direkt vorgegeben. Diese kann man natürlich dann auch in die Favoriten setzen und hat dann hier statt den Hauptkategorien schon direkt die vollständigen Kategoriepfade mit Kategorie auswählen. Gerade wenn man öfter listet und immer wieder listen möchte, ist das ein sehr guter Ansatz. Wählt man dann die Kategorie aus, landet man direkt schon im Backend und kann mit der Content-Anlage beginnen.